Wir haben maximales Abfluggewicht von 2835 Kilogramm. Jetzt kann man nicht pauschal sagen, dass diese Maschine drei Stunden heiß fliegen kann oder sie kann gut so weit fliegen. Das hängt immer sehr davon ab, wie hoch die Leistungsanforderungen an die Triebwerke sind und dementsprechend wird natürlich dann auch mehr Kraftstoff verbrannt. Ökonomisch gesehen können wir über drei Stunden fliegen und haben damit eine Reichweite von 600 Kilometern. In der Ausbildung täglich sieht es bei uns aus, dass ein Lehrer ein Schülerpärchen hat. Und wenn er dann auf die sogenannten Stage-Spieler geht, um die Verfahren zu üben, fliegen die jeweils immer 1 Stunde 30. Das ist für den Anfänger 1 Stunde 30 hochkonzentriertes Arbeiten. Und danach kann man sich vorstellen, ist man erstmal ziemlich K.O. Der Lehrer, der daneben sitzt und eben halt diese Verfahren mit diesen jungen Leuten einübt, der sitzt natürlich nicht da untätig und redet nur, sondern er muss ständig aufpassen, dass die Maschine weiter in ein paar Meter geflogen wird und dass die ganzen Verfahren exakt und gemäß den Ausbildungsunterlagen durchgeführt werden. Danach ist auch der Lehrer nach 3 Stunden vollster Konzentrationsarbeit ziemlich genannt abgeflogen. Also mal abgesehen von der Ausbildung, was sind noch die Einsatzgebiete dieser Maschine? Die IC-135 wird Ihnen, um diese Frage zu beantworten, eher bekannt sein auch als ADAC-Hubschrauber oder Gelber Engel. Der ist bei Airbus eigentlich einer der Verkaufsschlager. Es sind über 1400 Maschinen davon gebaut und im Einsatz weltweit. Sie wird hauptsächlich eben halt, wie gesagt, der Gelbe Engel zum Rettungsdienst eingesetzt oder Law Enforcement, Polizeieinsatz, Zoll, VIP. Er ist so konstruiert, dass er variabel einsetzbar ist, aber doch dann wieder wirtschaftlich zu betreiben ist. Wird dieser Hubschrauber zivil gewartet von der Firma Airbus. Und dadurch haben wir von den 14 Maschinen, die wir dort vor Ort haben, einige sind immer in der Wartung oder befinden sich in größeren Inspektionen, haben wir jeden Tag 11 bis 12 Maschinen zur Verfügung, die vormittags, nachmittags und nachts für uns zur Verfügung zu stehen, um die Ausbildung zu führen. Ich glaube, es gibt auch jede Menge Zusatzausrüstungen für diese Maschine. Ich habe gehört, es gibt Pontons, man kann auf dem Wasser landen, der Hubschrauber schwimmt. Es gibt Schneekufen für den Einsatz in den Alpen. Ich glaube, die Schweizer haben solche Ausführungen, damit der Hubschrauber nicht einsinkt. Und ich glaube, man kann auch sogar theoretisch oben noch eine Winde anmontieren, wenn man das möchte. Ja, das ist im Groben so korrekt. Wir nutzen eben halt diesen Hubschrauber dann auch bei der Gebirgsflugausbildung und die sogenannten Schneebretter werden dann halt zusätzlich angebaut, die das Einsinken der doch schmalen Kufen verhindert, wenn man eben halt auf einer schneebedeckten Fläche landet, die manchmal auch so 1-2 Meter stark sein kann. Und das reicht eigentlich eine kleine Fläche aus, dass sich das wirklich so verteilt, dass dieser Hubschrauber dort nicht einsinkt. Aber wir haben das gerade gehört. Eine Verfügbarkeit von 90% ist eine fantastische Zahl. Ja, da haben sich der Engi und der Hauptmann Frieder Rudlack nochmal mit einem kleinen Blicker verabschiedet von Ihnen. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, uns zuzuschauen. Jetzt wird nochmal das Tuch aus dem Fenster gehalten des Internationalen Hubschrauber-Ausbildungszentrums. Und damit sagen die beiden Kameraden goodbye. Also Sie können sehen, Sie dürfen auch gerne winken. Man kann sogar unterwegs zwar nicht aussteigen und Blümchen pflücken, aber man kann das Fenster aufmachen und winken.